Yo, wieder zurück zu einer weiteren Runde. Was? Yo, hi und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde Bed Wars mit der Spielpirat. Wir spielen hier auf der Sturmwaffel-Map. Das ist eine kleine 2x3er-Map hier. Und ich hoffe, dass wir ein paar Leute haben, mit denen wir hier vernünftig, upsala, spielen können. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was hier so abgeht gerade. Einer rennt da rum und springt oder nicht? Achso, er guckt gerade einfach nur. Du bist in die Orientierung gewinnen hier. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe leider nur 3 Blöcke gehabt. Das hat jetzt damit auch, ja, dann hat man auch nicht so viel Chancen irgendwie. Ich hoffe, er baut sich rüber. Oh ja, super. Das macht er ganz toll. Dann würde ich vorschlagen, machen wir noch ein paar Blöcke. Zack, zack. Unterstützen den Kollegen mal einfach da hinten und hoffen, dass wir hier was hinkriegen. Ich denke schon. Guck mal, er ist auch schnell dabei. Und ich denke, das wird auf jeden Fall eine interessante Runde werden. Zack, zack. Zack, wir bauen uns mal hoch gerade. So. Ein paar Blöcke auf jeden Fall wenigstens. Zack, zack. Ich denke, 3 Blöcke sollten reichen. Einer springt schon rüber und kann ordentlich angreifen. Und, beziehungsweise angreifen, kann hier was holen. Oh, guck mal, okay. Die Leute haben sich noch nicht rübergebaut. Da würde ich vorschlagen, mache ich das einfach mal schon. Dann baue ich mich hier einfach mal kurz ein bisschen rüber. Mal gucken, ob wir hier eine kleine... Bye-bye. Ach, schade. Schade. Ach, sowas... Sowas finde ich ätzend, Leute. Wir sind hier mit 2 Dreier-Teams reingegangen. Und, wie es aussieht... Tja. Jetzt, normalerweise würde ich die Runde jetzt löschen, okay? Aber ich muss euch ganz ehrlich mal sagen, das ist mies, Freunde der Sonne, ja? Das ist wirklich mies, dass 2 Leute, vielleicht weil sie ihr Team nicht voll gekriegt haben, wieder geläftet sind und man jetzt hier so eine Runde nicht spielen kann. Das versaut allen Leuten irgendwo den Spielspaß. Leute, am besten ihr habt einen 24-Stunden-Scheiß-Bann oder so. Sehr, sehr schade. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. Yo, wieder zurück zu einer weiteren Runde. Was? Leute, wir haben wieder gewonnen. Ach, leck mich doch. Ich gehe darauf bei der nächsten Runde ein. Bis gleich. So, ich heiße euch wieder herzlich willkommen hier zum dritten Anlauf von der Sturmwaffel-Map Bed Wars. Ich bin doch noch. Ich bin richtig gereizt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt gerade 2 Runden gehabt. Bei der ersten sind alle geliefert bis auf einen. Der dann irgendwann sagt, okay, jetzt gehe ich nun auch, habe auch keinen Bock mehr gehabt. Und dann haben wir eigentlich effektiv überhaupt kein vernünftiges Spiel, was mich richtig anpisst. Und dann hatte ich danach nochmal eine Runde gehabt. Ich habe es einfach mal drinnen gelassen, um die Dreistigkeit hier zu propagieren. Da haben wir direkt nach Spielstart sind die geliefert und wir haben gewonnen. So einfach, so mir nichts, dir nichts, haben wir einfach so gewonnen. Und ja, das war es denn so im Grunde genommen. Ich habe einen Rekord von wenigen Sekunden. Und das war's. Da raste ich aus bei. Und ganz ehrlich sagen, was ist denn das für eine Scheiße? Man möchte hier vernünftig spielen. Und es ist einem einfach mal nicht möglich. Zack, zack. Zack, zack. Ich versuche mich mal hochzubauen. Ich versuche jetzt gerade mich hochzubauen. Zack. Okay, alles klar. Vielleicht haben wir hier eine Chance. Muss 4 hochkommen. So, vielleicht kriegen wir das hin. Wenn er sich nicht hochbauen kann. Oh, oh, scheiße. Das war mein Fehler gewesen gerade, Leute. Ich dachte, vielleicht habe ich eine Chance. Okay, ich bin mit einem Gold runtergesprungen. Ist jetzt alles halb so wild, Freunde der Sonne. Alles halb so wild. Ich würde sagen, wir machen uns mal ganz kurz hier das und genau, schenken dem Villager einfach gerade nochmal ein klein wenig Spielvergnügen. Und dann geht's los weiter in die nächste Runde. Wir wollen natürlich hier gewinnen. Das wollen wir natürlich richtig arg. Was jetzt hier die einzelnen Blöcke sind, ich habe keine Ahnung. Aber ist egal. Zum Glück sind immer noch, okay, ich wollte gerade sagen, noch alle im Spiel. Aber wir spielen gerade gegen 2 Blaue nur noch. Ganz tolle Geschichte. Oder sind wir die 2 Blauen?
Okay. Gut. Bett ist abgebaut. Sorry, Leute. Ich musste gerade ein bisschen schweigen. Dachte ich mir eventuell, ey, schweigst du mal. Zack, zack. Okay, vielleicht haben wir noch eine Chance. Dann gehe ich einfach mal mit einer fetten Rüstung rein. Und hol mir nochmal ein kleines Schwert. Zack. Dann holen wir uns nochmal eine Spitzhacke. Und ein paar Blöcke. Und dann würde ich einfach mal sagen. Zack, zack. Gehen wir einfach mal ins Spiel rein. Und vielleicht schaffen wir jetzt gerade noch irgendwie den letzten Kill zu machen oder sowas. Wäre ganz cool. Reicht, ey. GG. Würde ich sagen, reicht nicht aus, um wieder ein neues Spiel zu machen. 250, auf jeden Fall kein Rekord. Der Rekord liegt bei. Lass mich kurz gucken. Hier, da haben wir noch irgendwo. 2 Sekunden. Ob ich den nochmal unterbieten werde, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir sehen uns in der nächsten Runde hoffentlich von der lieben Map, die ist verflucht. Sturmwaffel. Hey, willkommen zurück hier bei der lieben Map von Sturmwaffel hier. Auf der Gomme hat der Punkt des Server. Leck mich gedöns. Nein, wir sind auf jeden Fall wieder zurück. Wir hatten jetzt gerade ein paar interessante Runden gehabt, die doch sehr merkwürdig waren. Muss ich euch ganz ehrlich gestehen, die waren wirklich sehr, sehr merkwürdig gewesen. Ich dachte schon so, okay. Erste Runde schon, okay, leaven. Zweite Runde, 2-Sekunden-Rekord und so weiter und so fort. Und jetzt will ich mal hier noch eine richtig geile Runde irgendwie ranhängen. So eine, wo man sagt, oh ja, die hat sich gelohnt, die war cool gewesen oder sowas in der Richtung. So, man weiß nie, wie schnell die Gegner sind. Oh. Deswegen baue ich mich gerade ein Stück. Oh, verbaue ich mich gerade ein Stück, Alter. Ich verbaue das gerade. Okay, wir können jetzt wenigstens Gold holen. Mal das erste wenigstens. Ich komme nämlich schon. Okay, ich sehe das. Und ich komme nicht rüber vor allen Dingen. Ein großes Problem, Leute. Kommt bitte. Ich brauche nämlich Blöcke. Ich habe keine Blöcke mehr mitgenommen. Blöcke. Blöcke, braucht Blöcke, braucht Blöcke, 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 Blöcke. Hat jemand Blöcke? Ey! Ich brauch Blöcke. Blöcke. Blöcke, bitte. Wo ist denn das? Wir kämpfen gegen Blau, ne? Okay, dann hau ich den runter. Wir brauchen Blöcke. Blöcke! Alter, Blöcke, bitte. Was geht mit euch ab? Hast du jetzt davon, Alter? Ganz ehrlich, das ist jetzt dem. Wow. Ich habe 9 Gold und komme nicht zurück. Kann mir bitte jemand Blöcke mitbringen? Ey, was ist denn da los, Leute? Gibt's hier sowas nicht mehr wie Teams? Alter, verbasel das nicht. Ey, wehe. Ich schwör's. Ich renne hier mit Gold rum und hab keine Blöcke. Das geht mir richtig auf den Senkel gerade. Okay. Sorry, dass ich jetzt geschwiegen habe. Es gibt dem keiner Blöcke. Ich weiß nicht, Leute. Das ist. Boah. Okay. Ey, ganz ehrlich. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe sie wirklich nicht mehr. Warum man da einfach nicht im Team spielen kann oder sowas in der Richtung. Ist mir nicht klar. Jetzt sind wir tot. Die Gegner versuchen uns natürlich jetzt auch irgendwie zu kriegen. Versuche jetzt gerade mal das Gold zu saven. Okay. Da kommt jemand. Das sollte mal jemand mitgekriegt haben vielleicht. Okay. Da ist er. Und ich habe Gold in der Tasche. Und ich hoffe, dass die das mitkriegen. Kenne ich jetzt auch gar nichts weiter. Gar nichts weiter. Ich schmeiß das Gold jetzt dahin. Oh, ich musste den ablenken gerade. Auch wenn ich jetzt sterbe. Das kann alles passieren. Ich habe aber kein Gold mehr dabei. Ich habe es jetzt da oben hingelegt.
macht er denn da? Was macht er denn da? Ich blick den nicht. Ich blick den nicht, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Klar, ich hätte jetzt mir vielleicht mehr davon mitnehmen. Alter, mehr davon mitnehmen sollen. Aber, ist doch ein Bauerteam. Was läuft denn hier schief gerade? Kann nur hoffen, dass er das mit dem Gold dann nicht mitgekriegt hat. So, ich baue mich jetzt hier rüber. Ich hoffe, der kriegt das nicht auf die Reihe so schnell. Zack, zack. Weil... mein Gold. Okay, alles klar. Dann baue ich mich hier wieder hin. Ey, Leute. Es ist, also diese Runde gerade hier, ich schwöre es euch, geht in, also ich wollte eine richtig geile Runde spielen, habe ich mir so vorgenommen. Und dachte mir so, okay, komm, schaffst du auch. Weißt du? Das wird auf jeden Fall deine Runde werden. Und, dann kommt hier gerade sowas an. Dann könnte ich irgendwie gerade richtig kotzen, muss ich euch ganz ehrlich gestehen. Zack, zack. Zack, zack. Kommt da jemand? Ich weiß es noch nicht. Ich habe 5 Silber. Okay, der wartet jetzt auf das restliche Silber. Dann werde ich mir gerade eine Rüstung machen. Für 3. Okay. Zack. Und eine Spitzhacke könnten wir uns eventuell aus Silber machen. Komm, passt schon. Wow. So, okay. Und dann machen wir uns nochmal Rüstung gerade hier vielleicht wenigstens. Damit wir noch ein bisschen was haben, Freunde. Aber ich weiß nicht, diese Runde, ganz ehrlich, ja, ist doch korrupt. Ich weiß nicht, was jetzt... Dommer hat jetzt erhöht, ja, so auf noch mehr Slots oder so. Und ich habe das Gefühl, die drehen hier gerade alle ab oder so. Die spielen hier gerade... Alter, fick dich. Fick dich. Wir werden abgeschossen, Bro. Was machst du? Und wieder mich getroffen hat. Aber wieder mich getroffen hat hier hinten gerade eben. Macht ihr noch was? Was machst du da? Echt, ich schwör's euch. Du bist doch ein Dreckiger, weißt du? Ganz ehrlich. Es geht gar nicht. Ich hab ne scheiß Sternenlauch, Alter. Was will ich mit einem Sternenlauch? Ey, das ist nicht wahr. Ich weiß nicht, was wir hier haben. Wir haben nur noch 2 pro Team. Einer ist schon geleftet. Ich blick's nicht. Ey, keine Ahnung. Es ist total, unseriös, was hier gerade passiert. Was trinkst du da? Ein Schnelligkeitstrank vielleicht? Dass du schnell rüberkommst oder so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich hab keine Ahnung. Aber wir machen jetzt einfach hier noch eine Sophia oder so, die wir hinten ranhängen. Ist mir doch scheißegal. Zack. Und nochmal eine. Machen wir uns nochmal das nächste hier. Damit wir uns auch nochmal notfalls heilen können. Für den Fall der Fälle, dass wir Heilung gebrauchen können. Und ich nehme stark an, dass wir Heilung gebrauchen können. Der hat mir für das Runterschießen nochmal kurz diesen Dings. Ich muss damit üben, damit klarzukommen, Leute. Ich komme damit normalerweise überhaupt nicht klar aktuell. So, welche Farbe sind wir? Wir sind rot. Okay, ich habe ihn getroffen. Der ist gestorben. Und ich weiß nicht, was er hatte, aber er scheint ein bisschen mehr gehabt zu haben. So. Ach, das war der... Ich dachte jetzt gerade, wir sind abgeschossen worden. Aber das war der Pfeil von Lord Helmchen hier. Bam, Alter. Stirb. Stirb, Bro. Okay. Dann lass uns mal gucken, dass wir hier doch nochmal ein bisschen was auf die Reihe kriegen. Ich weiß nicht gerade, wo unser Bro ist jetzt gerade da drüben. Aber ich denke... wir werden das noch hinkriegen. Boah. Ja, und der trifft aber auch mit einer Zielstrebigkeit. Das ist der Wahnsinn. Stirb doch einfach. Okay. Tot ist er, Alter. Tot ist er. Ich sammle mal das Gold hier ein gerade. Wir haben eh nichts Besseres zu tun. Dann werden wir uns eine Enderperle nehmen. Und werden einfach ganz dezent rüber chillen. Jo. Ja, ist okay. Vorher werde ich mal gucken, dass ich mit dem da drüben nochmal so einen kleinen Kampf ausfechten kann oder so. Vielleicht treffe ich ihn ja doch mal das ein oder andere Mal. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann mein Co-Partner da auch rüber.
Aber ich glaube, es sieht gerade schlecht aus. Und ich treffe den auch relativ schlecht. Okay. Der ist tot. Na jo, läuft bei ihm, würde ich sagen. Gold gibt es auf jeden Fall schon ein bisschen mehr jetzt hier. Das ist gut. Für eine Enderpearl würde es reichen. Und ich frage mich, warum der mich auf einmal so getroffen hatte. So extrem krass. Ich schieße immer auf die Glasscheiben. Und dabei sind die Glasscheiben nicht die, die wichtig sind. Alter, wie der mich trifft. Also der Typ hat auf jeden Fall einen extremen Bogen-Aim. Das muss ich ihm einfach mal lassen. Okay, gucken wir einfach, Bros. Also nach den Runden, wir müssen jetzt mal was hinkriegen, wo wir auch auf jeden Fall gewinnen. Es geht gar nicht anders. Also ich muss mich ganz ehrlich so ein Stück weit lautstark beschweren über all die ganzen Leute, die meinen, sie müssten jetzt hier irgendwie auf jeden Fall um jeden Preis, weiß ich was, für die Map spielen in ihren Teams und sagen um jeden Preis, wir gehen wieder raus und zwar noch im Spiel. Und den Leuten macht es einfach keinen Spaß mehr. Oh super, der hat sie equipped und ist tot. Das ist sehr, sehr gut. Ich will wahrscheinlich wieder rüberkommen. So. Jetzt habe ich 21 Gold. Die Frage, was wir damit machen. Was wir damit nicht machen. So, wo ist denn der Typ, der schießt? Gucken, was da passiert. Ich habe den wenigstens nochmal getroffen. Vielleicht kann ich nochmal den Longshot oder sowas in der Richtung. Ihn so ein bisschen treffen. Okay, ich habe ihn nochmal getroffen. Das ist sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, was er macht. Er sammelt gerade noch mal ein bisschen was wahrscheinlich. Aber wenn er mit mir nicht reden kann... Der hat auch einen Trank getrunken und ich weiß noch nicht welchen. Da. Jetzt kannst du schreiben, weißt du? Ich habe vorhin tausendmal nach Blöcken gefragt. Und es hat keinen interessiert. Es juckte niemanden. Weißt du, so vorhin... Vorhin nicht antworten auf eine simple Blöcke-Frage. Ich bin ja mit Gold echt fast krepiert. Oder ich musste ja Suizid begehen. Und dezent aufs Gold verzichten. Und dann kommt sowas hier an, Alter. Da wirst du ein bisschen... Da zweifelst du so ein Stück weit an der Intelligenz mancher Menschen, ey. Ich schwör's. Okay. Was brauchen wir? Wir brauchen einen Stärketrank, würde ich sagen. Den würde ich mir einfach jetzt mal gönnen. Und ich würde mir auch glatt... einen Goldapfel nehmen. So. Und dann mache ich hier ganz kurz nochmal eine Kiste. Damit du meinst, ich teile auch. Und dann ist gut. Ganz ehrlich. So. Nehmen wir uns nochmal eine bessere hier. Eine bessere Chest. Zack, zack. Die haben wir auch mit rein. Und jetzt werden wir schon beschossen hier gerade. Von Hannelore und Kohl. Okay, läuft bei ihm. Er wird jetzt auch was sammeln natürlich. Ist ja klar, dass er was sammelt. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Ich würde sagen, wir springen. Und für den Notfall schießen wir. Oder werfen wir unsere Enderpearl. Um uns einfach zu saven. So. Trinken wir mal kurz einen Stärketrank. Essen gleich den Goldapfel. Runter ist er. Okay. Wo kommt er her? Wo spawnt er? Okay. Da anscheinend. Den kriegen wir noch abgebaut. Komm, das schaffen wir. Bäm, Alter, ist er weg. Ja, flieg doch runter, Bro. JJ, würde ich sagen. Es war ja mal nochmal eine kleine anstrengende Geburt gewesen. Wenigstens haben wir ein bisschen was auf die Reihe gekriegt. Es war... Wir haben keinen Kill bekommen, Alter. Weil er auch noch Suizid begangen hat. Ist schade, aber immerhin. Wir haben das Spiel wenigstens jetzt mal zu unseren Gunsten entschieden. Mitwirkung meiner Person. Wenn es euch gefallen hat, mir hat schon ein bisschen gefallen, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und was ich noch sagen wollte, Leute, ich hatte euch gebeten gehabt, nicht gebeten, sondern ich habe gesagt, pass auf, der Paluten, der sucht ja immer so ein paar Aufnahmepartner, klein, dich groß und keine Ahnung, aber wenn ihr Bock habt und die Frage kommt ja immer wieder, nimmt doch mal mit anderen Leuten auf, wie zum Beispiel auch Paluten und Co., dann schreibt doch mal in seine Kommentare, weil das hat er ja auch mal in seinen Videos gesagt, dass seine Community auch mal was runterschreiben soll. Und
Jo, es haben anscheinend ein paar Leute gemacht. Vielen lieben Dank. Paluten hat sogar das Video irgendwo geliked. Heute. Oh, war total krass gewesen. Also ich bin, weiß nicht, einfach nett. Ist eine Nettigkeit. Ob da was bei rumkommt oder nicht, Leute. Das werden wir sehen oder nicht sehen oder keine Ahnung was in der Richtung. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank. Ich will das Video erstmal fertig machen, hochladen. Bedanke mich bei allen Leuten, der ganzen geilen Community. Auch wenn wir nicht die Größte sind, wir sind aber eine geile Community. Und bis dahin, ich bin einfach stolz auf euch. Wir sehen uns. Liebe Grüße, euer Spielpirat. Ciao.